3, 2, 1, go. Und da lässt das Radix nach. Und wir kommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Oh Mann, wie passend. Wir werden uns heute von Mr. House verabschieden. Alias Dr. House. Jo, der hat ausgedient. Wir werden jetzt nochmal kurz mit dem Ja-Sager quatschen. Ob es da noch irgendwas Neues gibt. Wir haben ja die Securitrons jetzt noch weiter aufgewertet. In dem Bunker letztes Mal. Hallo! So, und ja. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich muss hier nicht. Gamora auch nicht. Gestern hat ein Mädchen die ganze Nacht wie blöd an meine Tür geklopft. Irgendwann musste ich sie dann rauslassen. Irgendwann musste ich sie dann rauslassen. Ah, geil. So. Dann schauen wir hier mal. Hey, nochmal hey, beim guter Mann. Mr. Ja-Sager. Locker. Ja, ja, ja. Viel Spaß, Baby. Der Typ hat doch Caesar getötet. Nenn mich doch nicht immer Baby. Ich habe niemals Caesar getötet, das muss ein Gerücht sein. Das war ich nicht. Dei, dei, dei. So, hier war das nicht. Es war hier. Und dann hier vorne. Jawohl, hier. Hui. Aber ich glaube, der hat uns nicht mehr viel zu sagen. Hallo nochmal. Ne? Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Auf Wiedersehen. Okay. Ich hoffe, das klappt, was wir vorhaben. Da kann man nicht. Ich bin schon sehr gespannt. Und dann gehört New Vegas uns. Uns und dem Ja-Sager. Caesars Legion ist ja jetzt aus dem Weg geräumt. Mit Caesars Tod. Der Typ hat doch Caesar getötet. Und die RNK. Nein, nein, ich war das nicht. Nee, die RNK hat dann auch keine Chance mehr gegen uns. Wenn wir erst die Riesenarmee an Securitrons haben. So. Promoter des Tops. Hottest Tables in Town. Mhm. Ah, mein Hals. Er wohnt neben einem Puff. Wie finden Sie Benny? Ah! Geil. Der Typ. Lebt nach dem Motto, liebe deinen Nachbarn. Und er wohnt neben einem Puff. So. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Wo soll's hingehen, Partner? Ich muss zur Präsidenten-Suite. War das da? High Roller Suite. Nein. Cocktail Lounge. Ja, 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 ja. Hier sind wir richtig, oder? Ich bin verwirrt. Nee. Oh, da kriege ich ja plötzlich Gänsehaut. Hallo Jane! Ich stelle fest, dass ich einen Raketenwerfer habe. Sie haben eine Frisur. Ah. So.
Dann bin ich gespannt, ob das einfach so funktioniert, dass wir jetzt da hingehen und hier zack den Dr. House das löschen. Fundament ist meine Securitrons auf dem Strip haben das Upgrade erhalten und die im Fort sind gefechtsbereit. Jetzt müssen wir nur noch für die richtige Einstellung einiger kleiner Gruppen sorgen, während wir Caesars Angriff auf den Hoover-Staudamm abwarten. Ich habe genug für Sie gearbeitet. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Ja. Es ist also an der Zeit. Warum ist es so unglaublich schwer? Das wird schwierig. Oh oh. Okay. Kurzen Augenblick sammeln. Was ist denn da jetzt am besten geeignet? Also ich bin gerade überfragt. Wie kriegen wir die am besten vernichtet, die Roboter? Ich habe keinerlei Ahnung. Feuer! Stirb doch, du! Ja, mein Kopf ist verkrüppelt oder so. Noch mehr! Boah, Alter! Was ist hier los, Raketenwerfer? Ich glaube, oh, du Scheiße. Ich hab mal erwischt. Ja, ich hab mal erwischt. Wir leben noch. Ich hätte es ja nicht gedacht. So, haben wir hier noch irgendwas zum Essen? Leckeren Kaugummi zum Beispiel oder... Was haben wir noch? Da verließen sie ihn. Komm rein damit. Alten Teil, ich guck die nochmal gerade durch. Ist das unser Blut? Vermutlich. Tja, Jane. Tut mir ja leid. So, was kann man hier jetzt noch machen? Nichts. Okay. Ich wähle mal gerade die... Die panzerbrechende Munition, vielleicht hilft uns die ja. Müsste sie eigentlich. Ja gut, gegen die. Zielerfassung läuft. Was ist mit euch los? Was muss ich tun? Das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Was muss ich tun? Dr. House töten oder deaktivieren? Ja, witzig.
Soll ich jetzt einfach auf ihn schießen, oder was? Bringt doch auch nichts. Das bringt doch nichts. Ist jetzt wirklich eine gute Frage, ne? Das war's. Reisen macht mich durstig. Was machen wir? Ich hab keine Ahnung. Cocktail Lounge. Gehen wir da mal kurz hin. Aber hier. Magst du mich? Was werden denn hier Personen angezeigt? Hier ist doch gar niemand. Merkwürdig. Muss ich jetzt zurück zum Ja-Sager? Kann das sein? Ich hab echt keinen Plan. Penthouse, da waren wir ja. Das ist hier bei ihm gewesen, beim Dr. House. Dann gehen wir einmal zurück ins Casino. Da warten ja jetzt noch ein paar. Alle Begleiter entlang. Auf Wiedersehen. Bin ich jetzt hier ganz nett und freundlich? Okay. Ja. Gut. Schön. Hier oben war doch irgendwo noch so ein Terminal, ne? Wo wir die Wanze angebracht haben. Aber da können wir auch nichts mehr machen. Ich habe gerade keine Ahnung. Oh. Kein Zugang, na toll. Ne, ich habe keine Ahnung, wie wir den Mr. House da aus dem Rechner rausbekommen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal raus aus dem Haus. Zeit zum Kämpfen. Und dann gucken wir mal, was hier so los ist jetzt. Victor greift uns an. Wirklich? Okay, Victor ist, tut mir leid. Boah! Ciao! Tja. Sorry. Einstellung der Feindseligkeiten ja, abgeschlossen. Er ist tot. Will noch jemand? Okay. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Da will noch jemand. Alter. Oh. Danach. Oh, Raketen, Vorsicht! Oh. Da kommt noch einer gleich. Die sind uns irgendwie alle feindlich gesinnt. Warum ich? Habe ich doch gar nichts getan. Nur eurem verdammten Dr. House. Und jetzt sitzen hier alle ganz entspannt. Witzig. Dach. Oh yeah. Oh yeah. Kampf zu Ende. Gemieden. Ja, was soll man machen, ne? Hey, gut.
guter Mann. Ob uns das jetzt alles was gebracht hat? David. Der Typ hat doch Caesar getötet. Das werden wir jetzt rausfinden. Ach, halt doch das Maul. Ich glaube nämlich nicht. Also. Wir haben ja den guten Mr. House noch gar nicht getötet. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das jetzt anstellen soll. Und der Ja-Sager wird uns da vermutlich auch jetzt nicht helfen können. Hallo nochmal. Ja. Scheiße. Moment. Ich hab da was verbändet. Nee, wir können nochmal zurück. Denn wir haben ja hier dann den Questmarker. Ich weiß nur nicht, wo der uns jetzt dann hinführt. Ist praktisch, ne, mit dem Adamant... Nee, was hier ist das? Adamantium-Skelett? Der Typ hat doch Caesar getötet. Ach, sei doch still jetzt. Muss doch nicht überall rum erzählen. So, ich nehme gerade das Ding. Kann ich von hier eigentlich auch ins Lucky Set? Ne, ich glaube nicht. Aber draußen war doch jetzt ein Gegner, oder? Nee? Okay. Gut, wir müssen nochmal rein. Und wo sind eigentlich meine Begleiter? So, jetzt hier. Bendos. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Ich muss hier hingehen und dann. Was soll ich tun? Ach, da ist er wieder. Oder auch nicht. Hier unten? Warte mal, vielleicht unten? So, willkommen, Mr. House. Öffne Vorraum. Der hier ja. Sieht ganz schön zäh aus. So, ich habe keine Ahnung, was jetzt geschieht. Analyse wird durchgeführt. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir jetzt irgendwas geöffnet haben. Hä? Ah! Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Das geht gut mit dem Ding. Da haben wir auch Panzer brechen, aber nur zwei. So, Moment. So, dann können wir jetzt mal Quicksave machen.
Hier kann ich ein bisschen dann rumspielen, was auch immer mir das jetzt bringt. Willkommen, Mr. House. Okay. Schön. Aufzug zum Kontrollraum entriegeln. Warnung, unautorisierter Benutzer. Weitermachen? Ja. Ach was. Da liegt der alte Sack drin. Ich glaub's ja nicht. Der liegt da in so einem... Kann ich mit dem... Kann ich nicht. Interessant. LE-Kammer entsiegeln, jawohl. Ja, bitte. Öffne dich! Mit dem kann ich jetzt... Mit dem kann ich quatschen? Die Haare, guck mal. Der Bart. Warum? Ich will nicht mit dem quatschen. Das getan. Jahrhundertelange Vorbereitung. So viel Gutes vertan. Ich mag sie nicht. Ja-Sager würde bevorzugen, dass sie ihm nicht mehr im Weg stehen. Ja, ich mag ihn nicht besonders, das stimmt schon. Sie lassen zu, dass persönliche Abneigungen die Zukunft der Menschheit ruinieren. Wie töricht. Zeit zu sterben, Mr. House. Sie werden nichts mehr kontrollieren können, aber ich lasse sie am Leben. Ich stecke sie wieder in ihre Röhre zurück, so gut wie neu. Ich hoffe, dass es eine Hölle für sie gibt. Einen Tartarus. Trostlos. Unendlich. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Na dann, ist ja gut. So, können wir hier irgendwas Lustiges machen? Zerebralinterface abschalten. Können wir den da wieder reinpacken? Ja, du hast mir nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Gute Nacht. Der Haus gewinnt immer. Aufgabe fehlgeschlagen. Ja, nu. Diesmal gewinnt er nicht. Ich frage mich, was daran jetzt schlecht sein soll. Also er war ja... Er lebt immer noch. Okay, das ist natürlich dann schon... Kann ich den nicht irgendwie dann doch noch erlösen? Den armen Kerl... Also so an ein Arschloch bin ich ja dann auch nicht, dass ich den jetzt hier unten so vor sich hin leiden lasse. So.
Alles klar, mach's gut. Mach's gut. Nee, wir ich und der Ja-Sager, wir können das gesehen? Viel besser vielleicht ja, haben auch die Monster-Tarnanzüge managen. Viel, viel besser. So. Dann einmal hinab. Ins Casino. Zum guten Ja-Sager. Nach drüben. Hat sich da das Spiel aufgehakt? Ernsthaft? Wirklich? Oh nein. Ja, es sieht so aus. Das ist der Geist von Dr. House. Er hat meinen PC infiziert. Na gut. Okay, nee, hier tut sich wirklich nichts mehr. Dann würde ich sagen, nimmt er jetzt gerade hier noch auf? Was tut er? Hallo? Ey. Hilfe! Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!